Die direkte Bilanz der beiden Teams ist sehr ausgeglichen. In den letzten 4 Begegnungen gewann der FC Augsburg 2-mal und der TSV Buchbach ebenso. Halbzeit 1 äußerst ruhig und ohne Aufreger. Das hier die beste Möglichkeit der Augsburger nach 17 Minuten. Auf der Gegenseite wurde es nach 27 Minuten schon deutlich gefährlicher. Doch auch hier geht der Ball am Ende doch ein gutes Stück am Gehäuse vorbei. Null zu null zur Pause im spärlich besuchten Rosenau-Stadion vor 265 Zuschauern. Rein in die zweiten 45 Minuten und die sollten es in sich haben. Den Beginn machen die Gastgeber nach einem verheerenden Patzer von Torhüter Maus. Der fliegt am Eckball vorbei, Petkov aus dem Rückraum und es steht 1 zu 0. Gute Stunde gespielt, der TSV wird mutiger im Spiel nach vorne. Schöne Kombination und im Strafraum wird es plötzlich wild. Stanic, der Augsburger, ungestüm, klares Foul und folgerichtig der Elfmeter. Buchbach-Kapitän Hein übernimmt, doch scheitert an Vitecek, der Hexer, ahnt die Ecke und taucht ab. Der Ausgleich allerdings nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Nur 3 Minuten später, jetzt klingelt es, Benedikt Ort rückt die Verhältnisse wieder gerade mit diesem tollen Volley. In der Partie nun ordentlich Tempo drin, Viertelstunde vor dem Ende, wieder 11 Meter, dieses Mal für Augsburg. Millimeterentscheidung, doch der Kontakt von Leberfinger knapp innerhalb des Strafraums, alles korrekt. Napo gerade erst eingewechselt, aber Elfmeter-Experte par excellence macht es besser als der TSV vorhin und bringt den FCA wieder in Front. Keine Verschnaufpause mehr, es geht hoch und runter, wir sind in der Schlussphase und dem TSV gelingt tatsächlich noch der späte Ausgleich. Wieder ist es ein Joker-Tor, Sina gerade 60 Sekunden auf dem Platz, erzielt den viel umjubelten und toll herausgespielten Ausgleich. 2:2 der Endstand, Abpfiff in Minute 96. Diese zweite Halbzeit war einfach Unterhaltung der Extraklasse.